Moin zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Session von Final Fantasy 16, liebe Freunde. Wir befinden uns jetzt hier immer noch in dem kleinen Dörfchen, dem Vorort, zu der Riesenfestung da hinten. Und wir machen jetzt natürlich weiter in der Hauptstory, denn die ganzen Nebenquests hatte ich ja beim letzten Mal schon erledigt. Hab gehört, du hast dein Würfeln gewonnen. Wird gleich. Ich suche einen Mann mit einer Narbe überm Auge. Zum Vögeln oder was? Sieht das hier aus wie ein Bordell, Träger? Verpiss dich! Still, du Esel! Siehst du nicht die Brosche? Ein Wort von dem reicht und der Schleier ist für uns gestorben. Es gibt nur einen Soldaten mit so einer Narbe bei uns. Sein Name ist Yannick. Ich habe ihn aber eine Weile nicht gesehen. Ja, er meinte, er will nach Mur. Er ist vor ein paar Tagen aufgebrochen. Er wollte dort wohl einen Händler treffen. Madame dankt euch. Get on fire, moin! Wo ist das letzte Dorf vor Oriflam? Ich sag besser Isabel Bescheid. Wir sollen wieder marschieren. Dann gehen wir mal zu Isabel. Clive, hast du gute Nachrichten für mich? Das bleibt abzuwarten. Hätte Tatjen mir das doch gesagt. Dieser Yannick. Die Soldaten meinten, dass er in Mur sein könnte. Angeblich wollte er dorthin, um einen Händler zu treffen. Fragt sich, warum er nicht zurückgekommen ist. Und deshalb willst du vermutlich nach Mur, um das herauszufinden. Soll ich das etwa nicht? Doch, natürlich. Ich sorge mich allerdings, was dich dort erwarten könnte. Die Menschen in Mur sind recht engstirnig. Auf Träger sind sie nicht gut zu sprechen. Solltest du ihnen auffallen, werden sie dich ohne Zögern ausliefern. Eieiei. Doch mir ist dort jemand einen Gefallen schuldig. Mehr als nur einen. Sein Name ist Bertrand. Er arbeitet bei den Ställen. Sag ihm, ich schicke dich. Gut, ich komme so schnell wie möglich zurück. Bertrand! Ein Auftrag ist in der Nähe verfügbar. Oh, hier oben, ja. Direkt da, wo der Hauptauftrag ist. Wie geht's? Dieser Markt ist ein Regen. Oh, jetzt muss ich hier über die schönen weiten Ebenen laufen. Die Felder. Da hinten haben wir auch noch eine Burg. Da gehen wir mal hin. Oriflam, wie viele Träger schuften, um deine Kornspeicher zu füllen? Going. Weiter geht's. Die Chocobos geben gut XP. Nicht zu nah, Torga.
Versorger. Ich nehme den Gegner gut auseinander. Da hinten liegt sogar noch ein Item, das holen wir mal. Erstmal machen wir die zwei Raptoren platt. Oh, hier sind noch Gegner. Paar Voltura. Dann haben wir noch mal Raptoren. Drei Stück. Oh, weiter geht's. Kazushi, danke schön übrigens für dein Follow, ne? Herzlich willkommen, Mann. Oh, was haben wir denn da? Drachenabis. Schöne Drachenkralle bekommen. Okay, hier ist nix. Dann gehen wir mal hoch zu der kleinen Bursch. Halt! Machen wir es kurz. Fass Torgal! Ja. Zeig sie ihm los! Dämonenschärfe. Das klingt nett. Die ist sogar besser als mein Metias Kreuz. Die wird aber sowas von direkt angezogen. Schickes Teil.
Ja, da hat sich der Weg nach hier oben schon gelohnt. Das sind die Art von Belohnungen, die ich brauche. Dann bin ich glücklich. Zack! Ah, wir müssen auch noch die Seite da erkunden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das nach langer Zeit ein Spiel sein wird, wo ich sogar das New Game Plus durchspielen werde. Hin. Dann laufen wir jetzt mal hier das Stück weiter. Nur zur Sicherheit, damit wir hier auch gar nichts auslassen. Oh, da liegt was. Weigel. Und schon. Ah, Voltura, komm her. Das war's. Schöner Damage. So stelle ich mir das vor mit dem Damage. Ist eigentlich mein Chat kaputt oder... Schreiben die Leute einfach nur wieder nichts. Nicht zu nah, Torgal. Moin, wir schreiben einfach nur nichts. Da muss ich echt überlegen, ob es morgens noch Sinn macht zu streamen. Kann ich, glaube ich, eher mich eigentlich drum kümmern, anständige YouTube-Videos zu produzieren. Hm.
Ja, Pillepalle, aber das rentiert sich für mich nicht. Dann mache ich lieber diese coolen Gaming-Info-Videos, für die ich halt momentan nicht so die Zeit habe. Dadurch, dass ich halt so viel streame und tu das Stream vielleicht ein Ticken zurückschrauben. Endlich! Du bist spät! Spät wofür? Haben Sie es dir nicht gesagt? Eine wilde Bestie will meinen Jungen fressen! Los! Steh hier nicht rum und gaff blöd! Rette ihn! Eine wilde Bestie. Na gut, wo ist er? Die werden wir besiegen. Oh, zur Abwechslung ein Träger mit Mumm in den Knochen. Wie interessant. Er ist da drüben, an der Küste. Los, geh und töte die Bestie. Dafür, dass sein Sohn in Lebensgefahr ist, wirkte er erstaunlich ruhig. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss aufpassen. Wahrscheinlich bin ich in Lebensgefahr, weil das ein Räuber oder so ist. Der und die Wolf, denken, er will mich fressen. Das werde ich verhindern. Zur Seite. Ich erledige das. Hier drüben. Fass, Torgal. Sondern er dich. Vater wird dich auspeitschen. Träger dürfen nicht gewinnen. Was soll das? Warst du überhaupt nicht in Gefahr? Du wagst es zu reden? Kann ich um eine schallern? Es ist nur ein Spiel. Ein Spiel? Sei endlich still, wenn Vater das hört. Den Wolf habe ich getötet. Aber die Gefahr ist jemand anders. Dieses Treiben muss aufhören, bevor es nochmal geschieht. Sofort! Erst schlachtest du unser Haustier ab? Vor den Augen meines Sohnes? Und dann wagst du es hier wie ein Gockel herumzustolzieren? Der Wolf war abgerichtet. Und gehorsamer als du, dreckiger Sklave. Du solltest unserer Unterhaltung dienen. Und wir sind alles andere als amüsiert, wie du siehst. Ich auch nicht. Für den Spaß wirst du bezahlen. Da, ich sag's doch, er redet. Schon wieder. Bestraf ihn, Vater. Warte, wer bist du, Träger? Sprich, du bist nicht der vom Markt? Nun, dein Ungehorsam wird nicht von ungefähr kommen. Los, bring sofort deinen erbärmlichen Besitzer hierher. Der erbärmliche Besitzer bin ich. Ich bin mein eigener Herr. Ich gehöre niemandem. Und ich gehorche niemandem. Lügner! Ich sehe doch das Brandmal. Wertloser Sklave! Halt den Mund und hör zu. Ihr habt Menschen getötet. Diese Träger fühlten Angst und Schmerz, genau wie ihr. Und wenn ihr nicht so enden wollt wie eure Opfer, dann tut ihr nie wieder so etwas Grausames. Habt ihr das verstanden? Vater, ich hab Angst. Du wagst es, uns zu drohen? Du wagst es? Wir kaufen einen neuen Wolf, einen größeren, stärkeren.
Natürlich, mein Sohn. Ich lass uns im Dorf einen neuen holen. Und der wird diesen dreckigen Träger in Stücke reißen, bis er verblutet. Unverbesserlich. Aber ich kann die Träger nicht da liegen lassen. Sie verdienen ein Begräbnis. Das ist das Mindeste. Wie viele Träger mussten für das Spiel dieses Verrückten sterben? Moin, Bengel, Blase und Banane. Alles gut? Black 20, moin. Ich finde das Spiel sehr geil. Sehr, sehr geil. Mehr Opfer ihrer adligen Spieler. Du musst Clive sein. Woher kennst du meinen Namen? Madame. Ich arbeite für sie. Wie du. Das Begraben der Toten wird nie leichter. Bist du dafür hierher gekommen? Ich soll gefallene Träger vor den Krähen bewahren. Hilfst du mir? Wo du schon hier bist? Gern. Bestatten wir sie. Mögen sie endlich Frieden finden. Den Wolf des Adligen hast du erschlagen? Hab ich. Aber ich fürchte, er kauft schon bald einen neuen. Und dann sterben noch mehr Träger. Wie können sie uns nur ohne Reue in den Tod schicken? Du weißt, für sie seid ihr nur Dinge. Werkzeuge, die man benutzt. Oder Spielzeuge. Und wenn einer stirbt, kauft man einen neuen. Doch so ein Verhalten bleibt nicht immer ungestraft. Vater! Vater! Hast du das getan? Ich nein. Wölfe töten. Es ist Instinkt. Wenn du einen ins Haus holst, reißt er dir irgendwann die Kehle raus. So wie Träger. Selbst in Ketten haben sie Zähne. Was werden die Leute wohl tun, wenn sie endlich zurückbeißen? 2 mordende Unmenschen weniger. Kein Verlust also. Danke. Für die Hilfe. Das brauchst du nicht. Nimm schon. Als Anzahlung für unser nächstes Treffen. Bis dann. Oh, das hat gut Fähigkeitspunkte gegeben jetzt. Er hat da unten nicht gerade grün, was grün geleuchtet. Ich guck mal eben, dass ich die Punkte ausgebe. Was bringt denn das hier zu meistern? Aktivierungsfenster wird verlängert. Oh. Natürlich geil, ne?
Okay. Die Limit-Rauschleiste können wir auch noch vergrößern. Das machen wir als nächstes. Das wird sich nochmal gut auswirken für die Fights. Ah, sind das Wölfe, die hier rumlaufen, ja. Hier haben wir nochmal einen Nebenauftrag. Damit sie ein bisschen rumrennen kann. Aber sie kommt einfach nicht zurück. Ob sie sich verlaufen hat? Kannst du bitte nach ihr suchen? Ich kann dir leider nichts versprechen, aber ich halte gern Ausschau nach deinem Hund. Wie sieht er denn aus? Chloe ist doch kein Hund. Sie hat wunderschönes weißes Haar. Wenn ich traurig bin, tröstet sie mich. Und sie kann ganz viele Kunststücke. Sie läuft gerne durch die Weizenfelder. Ich soll sie eigentlich nicht rauslassen, aber bis jetzt ist sie immer zurückgekommen. Bestimmt hat sie Hunger. Sie hat seit gestern nichts gegessen. Es ist doch meine Aufgabe, sie zu füttern. Wenn das so ist, dann mache ich mich besser schnell auf die Suche, ja? Die Felder sind sehr weitläufig. Aber vielleicht hat ja jemand Chloe gesehen. Sind das deine Felder? Vielleicht kannst du mir helfen. Puh, du bist wohl nicht von hier, was? Anders lässt sich deine Unverschämtheit nicht erklären. Warum sollte ich einem Träger helfen, hm? Ja, warum sind die alle so böse? Weil es nicht für mich, für das kleine Mädchen aus dem Dorf ist. Ich soll für sie nach Chloe suchen. Ach, du meinst sicher Lisette. Die und ihre widerliche Flohschleuder. Ich habe sie zuletzt an der Windmühle rumschnüffeln sehen. Mittlerweile sollte das Mädchen wirklich alt genug sein, um zu wissen, dass sie nicht von der Kette lassen darf. Also zur Windmühle. Ja, verschwinde. Ich will hier keine fremden Träger. Schade, dass man die NPCs nicht abschlachten kann.